Gehabt euch wohl, meine lieben tapferen Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Build Stormwind. Und was soll ich sagen? Wer von euch hat es vermutet? Richtig, Marito hat wieder mal was falsch gemacht. Etwas, das wir jetzt gleich korrigieren werden. Und zwar ist da oben die Mauer. Ich habe mich da wieder irritieren lassen. Wir haben ja, wie gesagt, hier... Ich gehe mal darauf, damit ich es besser erklären kann. Wir haben hier ja... drei Stufen, ne? Die dritte Stufe ist hier auf Höhe 11, was quasi hier anfängt. Und ich habe mich von dem irritieren lassen, das würde nämlich darauf gehören. Also da, wo wir jetzt stehen, gehört um 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weiter nach oben. Klingt komisch, ist leider so. Das ist somit auch unsere Aufgabe für heute, das zu korrigieren, ihr Lieben. Nicht wundern, wenn ihr irgendwie aus dem Chat lest oder wen herumlaufen seht. Die Eva ist gerade da und ist momentan, und danke dafür Eva, dass du dir da die Zeit dafür nimmst, ist gerade dabei, mit unseren Villagern zu traden, damit wir wieder an Quarz kommen. So, damit wir jetzt nicht alles umsonst machen, würde ich sagen... Hier kommt dann der Boden rein, ja. Hier, das muss weg. Das machen wir auch gleich weg. Ich bin ja voll happy, dass wir in der letzten Folge es endlich mal geschafft haben, den Fischer zu bauen. Also Jörgens Anlegestelle. Und dann kam eben Eva auf den Server. Ich habe gezeigt kurz, was ich hier die letzten Folge gemacht habe und sehe dann irgendwie, hä? Irgendwas ist da jetzt komisch, irgendwas passt da nicht. So. Das kommt jetzt, wie gesagt, nochmal weg hier. Wer ist nicht schon gewöhnt von mir? Da setzen wir gleich wieder einen rein. Tschack, hüpfen hier mal runter, holen uns das ganze Zeug, was runtergefallen ist auf dieser Seite. Boah, einen Diorit müssen wir auch rausnehmen hier. Jetzt habe ich kein Bett mit, super. Gehen wir mal schnell schlafen und dann... So, die anderen Betten habe ich jetzt verräumt, ne? Ich bin ja so ein braver Marito. Der immer gleich alles verräumt, wenn er es nicht mehr braucht, ne? So. Das heißt... Das ist ja dann, müsste dann auch falsch sein, ne? Glaube ich. Hier haben wir offensichtlich vergessen, einen Diorit reinzulegen. Ich mache das jetzt von hier oben. Mal im Schnelllauf alles weg. So dass es runterfällt und wir es dann einsammeln können. Dann ziehen wir hier die Mauer weiter hoch. Da, wo sie hingehört, und bauen das oben wieder auf. Mittlerweile haben wir wieder 5 Stacks Quarz, Rohquarz. Mit ja, ich sammle es zwischendrin auf. Okay, Spiel, hast du mich überredet. Vor allem den Quarz außen gleich aufsammeln, ist wichtiger. Ist da was runter... Ja, natürlich. Runtergefallen ist, wollte ich gerade sagen.
Der ist überlebenswichtig, der Quarz. So. Entschuldigung. Ärgere ich mich schon wieder über mich selbst irgendwie. Dass ich das verbockt habe. Weil es einfach mit der Zeit, umso mehr du aufnimmst, das merke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so wie heute gleich mehrere Folgen am Stück aufnehme, das ist jetzt die Folge, wo ich meinen letzten Kaffee aus der Kanne in meine Tasse geleert habe. Die Tasse ist jetzt noch voll. Solange können wir heute noch aufnehmen, solange die Tasse voll ist, beziehungsweise nicht leer ist. Wenn, umso mehr du aufnimmst, ja, umso mehr Fehler passieren irgendwie. Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor? Schreibt es mal in die Kommentare. So. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir jetzt dann genügend Quarz haben, um das hier fertig zu bauen. Mir ist übrigens auch noch zwischenzeitlich aufgefallen, dass wir hier bei den Zinnen, bei den Türmen weißen Beton genommen haben und keinen glatten Quarz. Bin ich jetzt auch mehr oder weniger am Überlegen, ob wir das da dann auch so machen, damit es eben zusammenpasst. Wäre irgendwie sinnig, ne? Vor allem Beton haben wir ja wirklich jetzt momentan gerade viel. Und Beton geht leichter zu machen wie, oder ist leichter zu beschaffen wie Quarz. So. Nicht runterfallen, Marito. Wir sind das Katze nicht vergönnt, dass sie dich fallen sieht. Gut. Ist jetzt wieder mal eine Korrekturfolge. Haben wir eh schon lange nicht mehr gehabt. So, genau. Hier müssten wir noch den Dreck drin haben. Das ist auch in dem Fall jetzt gut. Jetzt holen wir schnell mal hier den, das, was raufgefallen ist, auf die Mauer. Dann machen wir das selber auf der anderen Seite. Dann holen wir das, was runtergefallen ist, ne? So ein arger Schnitzer. Ich kann euch gar nicht sagen, woran das liegt, dass man dann manchmal das so versemmelt. Vor allem dass die Mauer, die habe ich ja jetzt vor einigen Folgen schon gebaut, wo ich eigentlich noch nicht so müde war, wie jetzt. Da war es noch hell draußen sogar. So, wir nehmen uns noch ein bisschen mehr Diorit mit, weil irgendwie Diorit oben gefehlt hat. Waren das jetzt nicht mehr? Okay. Gut. Na, hallo? Manchmal haken die Gerüste so extrem. Das bauen wir natürlich wieder hin hier. Und jetzt müssen wir diese Mauer, und da brauchen wir jetzt eh gleich dann wieder zusätzlich. Ja klar, da brauchen wir jetzt dann ab hier zusätzlichen Quarz. Somit holen wir uns zusätzlichen Quarz.
Es ist so traurig, Leute. Es ist so traurig, keinen Quarz zu haben. Das weiter nach oben ziehen, ne? Und dann bin ich aus quarztechnischen Gründen echt am Überlegen, ob man die auch kontrastmäßig, müsste es doch geil ausschauen, wenn man die Zinnen und die Säulen zu den Zinnen in Beton machen. Dann haben wir hier zwischendurch so reinweiß, ja? Hätten wir ein bisschen mehr Struktur oder Textur, muss man eigentlich sagen, drin. Das wäre schon nice. Zwei noch hoch. Dann müssen wir kurz schauen, ob das schon reicht oder nicht. Und ihr seht, wir haben von dem, wir haben jetzt mehr Quarz gebraucht, als wir vorher hatten. Ach komm, kack die Wand an, geht sich das nicht aus? Ah, das ärgert mich jetzt. Ah, das ärgert mich. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier kommt ja dann eine Zinne hin, ne? Wobei hier ist wurscht. Nee, ist nicht wurscht. Gehen wir bis hier hin. Bis hierhin machen wir dann Beton. Den nehmen wir uns jetzt auch gleich mit. Jetzt haben wir wieder gerade Zahl. Kommen wir da jetzt wieder hin? Irgendwo jetzt dann runterjumpen, ne? Besten hier über die Mauer kommen wir halt auch nicht gescheit hin. So. Passt, Eva hat das Spiel verlassen. Wir gehen eben mal schlafen. Zack, zack, zack und zack. Jetzt wahrscheinlich, weil sie kein Bett mit hat, verlassen. Ich vermute es jetzt einfach mal. Ich stelle es mal jetzt so in den Raum. Okay. Wir könnten eigentlich währenddessen was essen. Ja, da ist sie schon wieder. Die gute Evi. Eva, Entschuldigung. Evi mag sie nicht so gern, glaube ich. So. Wir nehmen uns jetzt hier gleich mal den Beton. Füllen das jetzt hier mit Beton auf.
gehen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der 8. Muss man jetzt wieder so aufpassen, höllisch, dass man nicht die halbe Mauer wieder zerlegt. Nur um da ein bisschen Beton reinzumachen. So wie hier. Das zieht sich jetzt, glaube ich, eh bis unten durch, ne? Ja. So, ups, wir haben nichts zu verschenken. Oh, Leute, Leute. Immer dieses Korrigieren. Wobei das ist ja eigentlich kein ist geteiltes Korrigieren, weil die Zinnen hatten wir vorhin hier vergessen. Oder die Säulen. Weil es auch egal ist, das ist eigentlich ein Bereich da hinten, wo nie ein Spieler hinkommen wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So geht es irgendwie schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man sich da einfach einmal drunter stellt. So. Alles eingesammelt, jawohl. Dann hier wieder hoch. Damit haben wir jetzt ein bisschen Quarz auch zurückgewonnen, liebe Freunde. Boah, und ich liebe diese Musik, was gerade läuft im Hintergrund von WoW Wrath of the Lich King. Ich sehe nur gerade, ist das ein bisschen zu laut, die Musik? Nö. Dürfte, glaube ich, passen. Und sonst schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich ändere es dann. Glatter Quarz, falsch. In der April-Aufnahmesession. Hahaha. Passt. Hier kommt jetzt der glatte Quarz wieder rein. Hatten wir dann glatten Quarz? Da hatten wir doch Quarzblöcke. Wieso habe ich jetzt Quarz. Wo sind die Quarzblöcke hin? Auf jeden Fall. Hier mal. Diorit. Let me be your diorit. Wie immer konzentriert der Marito, ne? Um weniger Fehler zu bauen. Und leider passieren sie trotzdem immer wieder. Aber wer kennt schon einen YouTuber, der im Survival-Modus was baut? Egal welches Spiel das jetzt ist, gerade wenn er was nachbaut, der was immer alles fehlerlos macht. Richtig. Niemand.
die Überlegung, was ich momentan noch habe, aber da warte ich jetzt die übermorgen. Also bei mir ist ja gerade. Nee, warte mal. Übermorgen? Ja, sicher übermorgen. Bei mir ist ja gerade Mittwoch. Am Freitagabend treffe ich mich eben mit Thomas zu einer ganz speziellen Spezialaufnahme hier in Let's Build Stormwind, wo er mir eben hilft, das Treppenhaus der Türme zu gestalten, beziehungsweise uns auch dann über den Community-Server einiges erzählen wird. Bis dahin behalte ich es mir jetzt noch offen, ob ich die Türme hier komplett ausbaue oder nicht. Also auffülle mit Stein. Und die Mauern meine ich eigentlich, nicht die Türme auch. Vielleicht hat er da eine coole Idee, wie man das anders lösen kann. Und Thomas ist, was sowas angeht, voll der Kreative, ne? Wisst ja. So. Dann. Auf ein neues. Jetzt stimmt's. Oh Mann, ey. Mich ärgert sowas immer so extrem. Mich ärgert sowas echt immer so extrem. Hier kommen auch noch Zinnen hoch jetzt. So. Hier kommt dann auch noch eine Tür hin. Und hier darunter, ja, ist noch im Bereich, kommt dann auch eine Tür hin. So, jetzt hätten wir das mal erledigt. Jetzt hätten wir das mal erledigt. Da liegt eh nichts mehr. Da liegt auch nichts mehr. Jetzt haben wir wieder alles eingesammelt. Hui, 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 hui. Schaut anders, aber nicht schlecht aus mit den Beton, ne? Dann werde ich mir jetzt dann Eva mal kurz herholen, die was ja vorne gerade am Traden ist für uns. Und die soll mir mal sagen, was sie dann besser findet. Gegebenenfalls wird das halt dann wirklich gegen glatten Quarz wieder ausgetauscht. Wäre möglich. Aber das, wie gesagt, soll Eva dann entscheiden. Dann können wir alle sagen, wenn es euch nicht gefällt. Eva hat's gefallen. Eva hat gesagt. Gefinkelt, Marito, gefinkelt. Finkel, Finkel, kleiner Stern, was du bist, das wüsste ich gern. So. Liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich sag vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis morgen, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal. Fleißig kommentieren und natürlich auch liken und bis morgen. Baba.